So Leute, willkommen im letzten Monat des Jahres, im Dezember. Und es ist das erste Mal für dieses Jahr, dass ich sage, ja, das sieht nach einer doch recht überschaubaren Liste an neuen Spielen aus. Und vor allem auch eine überschaubare Liste an Spielen, die mich persönlich interessieren. Und das muss auch gar nichts Schlechtes sein. Es sind zwar immer noch ein paar interessante Sachen da, die ich mir auch garantiert ansehen werde. Aber das sorgt auch dafür, dass ich diesen Monat so ein bisschen nutzen kann, um noch ein paar Titel aus diesem Jahr nachzuholen. Denn meine Fresse, gibt es da einfach viel Kram, den es da noch irgendwie gibt, den ich mir ansehen sollte. Aber wie immer möchte ich auch hier wieder nur über die Spiele reden, die mich persönlich interessieren oder beziehungsweise zu denen ich irgendetwas zu sagen habe. Das heißt, das ist keine komplette Liste. Das sollte man auch, glaube ich, ganz gut erkennen. Ich möchte nur über die Sachen reden, die mich persönlich eben interessieren. Ihr könnt mir wie immer in die Kommentare unten reinschreiben, was ihr euch diesen Monat holen wollt, was die Spiele sind, die euch am meisten interessieren und was ich vielleicht vergessen haben sollte, von dem ihr dann sogar ausgeht, ey Björn, das könnte eigentlich ganz interessant für dich sein. Und wie immer, um dem Ganzen eine gewisse Struktur zu geben und es etwas interessanter zu machen, habe ich die ganzen Spiele wieder in einer aufsteigenden Reihenfolge aufgelistet. Und zwar eben von dem Spiel, dass ich so, ja, das ist ganz okay, da möchte ich auf jeden Fall mal reinsehen, bis hin zu, das ist dieser Titel aus dem Monat, den, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, auf jeden Fall sofort spielen möchte. Und wir fangen mit einem Spiel an, das ich eigentlich sehr gerne spielen möchte, aber es wahrscheinlich nicht spielen kann. Und ich spreche vom teuersten DLC aller Zeiten, dem 600€ DLC für Resident Evil 4 Remake. Da kommt diesen Monat, nämlich jetzt schon diese Woche, erscheint das der VR-Modus dieses Spiels. Und als jemand, der nicht nur riesiger Resident Evil Fan ist, nicht nur riesiger Resident Evil 4 Fan ist, ich bin auch relativer Fan des Resident Evil 4 Remakes, aber ich bin vor allem auch ein riesiger Fan von Resident Evil 4 VR, was zuletzt auf der Oculus Quest erschien. Das ist auch der Grund eigentlich, warum ich mir letztes Jahr eine Quest 2 eben geholt habe. Und das ist auch absolut fantastisch, kann ich wirklich nur empfehlen, falls ihr eine haben solltet. Und jetzt macht Capcom das nächste VR, ja nicht Remake, aber so diesen VR-Modus in dem Fall von einem ihrer Spiele. Wir haben ja schon Anfang des Jahres zu Village einen PlayStation VR 2 exklusiven Modus bekommen und auch der zu Resident Evil 4 Remake ist leider wieder exklusiv auf der PlayStation VR 2. Wenn man sich ansieht, dass eben auch Resident Evil 7 VR immer noch PlayStation VR 1 exklusiv ist, braucht man nicht großartig hoffen, dass da noch irgendwas passieren wird. Wäre auf jeden Fall schön, wenn doch. Ich mag das eigentlich nie, wenn gerade bei so spezialisierter Hardware wie eben VR-Geräten da Titel exklusiv bleiben. Ich finde das genauso beschissen, dass eben auch ein Resident Evil 4 Remake, ne, also das Resident Evil 4 VR, das klassischen Spiels nur eben auf der Quest erhältlich ist. Aber ja, es gibt so Möglichkeiten, haben mir Leute gesagt, dass man sich einen PlayStation VR 2 Headset auch einfach so mal ausleihen kann für ein paar Tage. Dann kostet es mich halt nur irgendwie 25, 30, 40 Euro oder so. Keine Ahnung. Muss ich mal sehen, ob ich dann dazu drauf Lust habe. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall ein bisschen schade. Dennoch ganz cooles Ding. Na, habt ihr Lust auf einen weiteren Ubisoft-Shooter? Habt ihr Lust auf das weitere Erklimmen und Übermannen von irgendwelchen Basen? Aber ihr wollt das nicht irgendwo in dem Dschungel bei uns machen oder während einer Revolution oder irgendwelchen amerikanischen Kleinstädten, sondern nein, ihr möchtet das lieber auf einem fremden Planeten machen, 7 Meter groß und blau sein, dann habe ich das perfekte Spiel für euch, nämlich Avatar Frontiers of Pandora. Und dieses Spiel sieht unfassbar fucking langweilig aus. Also ich bin mal gespannt, es wird sich wahrscheinlich bei der Marke noch gut verkaufen. Es ist so seltsam, dass sie es doch relativ spät rausgebracht haben. Ich nehme einfach mal an, dass es eigentlich eher für so ein Release zum Film oder in der Nähe davon geplant war. Aber ich meine, bei Ubisoft gibt es ja sowieso riesige Produktionsprobleme. Also kann auch daran irgendwie liegen. Ja, es ist wirklich so ein Teil, wo ich drauf geguckt habe, oh, das ist jetzt noch das eine große AAA-Spiel, was diesen Monat rauskommt. Und es könnte ehrlich gesagt belangloser nicht sein. Und wie bei allen Ubisoft-Spielen gibt es auch literally keinen Grund, sich das
irgendwie zum Start anzusehen, weil es in 2 Sekunden danach wahrscheinlich sowieso schon irgendwo für 30% reduziert angeboten wird und irgendwie in 1-2 Jahren in entweder PlayStation Essential oder bei Game Pass oder so landet und dann kann man es sich da ansehen. Wenn du es unbedingt spielen musst, dann hey, dann kannst du dir dafür auch, glaube ich, lieber einen Monat Ubisoft Plus irgendwie holen und das dann einmal durchkauen, bis man gemerkt hat, oh ja, es ist einfach wieder nur Far Cry 3 in einem anderen Setting. Hervorragend. Aber hey, falls man daran Spaß hat, ne, Half Added, wahrscheinlich ein gutes Podcast-Spiel, aber da hole ich lieber andere Titel aus dem Jahr nach. Wir haben einen weiteren VR-Titel. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich in einem Monat 2 VR-Titel vorstelle. Und auch hier bin ich mir zumindest noch nicht ganz sicher, ob ich es mir kaufen werde. Ich habe auf jeden Fall Zugang dazu. Und das ist Arizona Sunshine 2. Und das ist ganz interessant, weil den ersten Teil, den hatte ich damals immer als absolut grauenhaft abgestempelt. Nicht, weil ich es irgendwie gespielt hatte, sondern weil ich es nur von der PlayStation VR-Version kannte. Das war ja auch einer der sehr frühen Ports, die eben für die PSVR 1 rausgekommen sind. Und ich hatte davon überall nur schlechte, grauenhafte Reviews und irgendwelche Scores, Bewertungen gesehen und dachte eben, das wäre das eigentliche Spiel. Erst viel später habe ich eben herausgefunden, nein, das lag hauptsächlich an diesem beschissenen Port. Auf anderen Systemen lief das deutlich besser. Und deswegen, als dann eben jetzt auch Arizona Sunshine 2 angekündigt wurde, ich da auch gesehen habe, dass es noch zusätzliche Modi hat, ne, eben auch so einen Wellenhorden-Modus, bei dem du dann Zugriff auf eben alle Waffen hast und jetzt nicht irgendwie mit der Munition großartig hantieren musst, plus eben auch nochmal die überarbeitete Optik und der generell doch zufriedenstellende Gore, ist definitiv ein Titel, von dem ich sagen, also wo ich auf jeden Fall Lust habe, es zu spielen, aber wo ich nicht weiß, ob ich momentan eben dann auch das Geld rein investieren möchte oder einfach abwarte, bis es irgendwo mal im Sale zu holen ist. Aber das Interesse bei so einem Zombie-Ego-VR-Abschießen-Ding, immer Bock drauf. Und jetzt haben wir ein doch sehr seltsames Spiel. Ein Spiel, das ich erst im Zuge der Recherche für diesen Monat das Ganze rausgefunden habe. Und das ist Bansen Knights. Ich hoffe, das ist die angepasste, also keine Ahnung, die gewollte Aussprache davon. Ich habe noch nie davon gehört. Und der Titel ist jetzt nicht so, dass ich da mir das reine Gameplay oder irgendwie das Core-Konzept angesehen habe und dachte, oh mein Gott, das ist mega geil. Es ist mehr der Stil. Es ist mehr, und ich meine, ihr seht das ja dann gerade im Hintergrund, dass es sich da eben auch an ganz, ganz bestimmten alten PC-Stil eben orientiert. Ich kann das gar nicht mal richtig zuordnen, weil ich diese Ära nicht mitverfolgt habe und da gar nicht großartig so genau die Unterschiede festlegen kann, wenn es jetzt nicht unbedingt, also wenn es jetzt nicht gerade irgendwie so ein MSX oder PC-ADA teilweise ist und auch da nur auf ganz, ganz bestimmten Sachen. Aber geht eben genau in diese Richtung und arbeitet da auch mit den sehr knalligen Farben und das in so ein horrorartiges Setting, in so einem Adventure, also in einem Choose Your Own Adventure-Style, klassisches Adventure, wo du eben dann Entscheidungen triffst, durchgehst, mit den Leuten interagierst und so ein bisschen und auch Routen gibt, wo du dann eben sterben kannst und wieder zurückgehen musst. Das finde ich absolut fantastisch. Also ich habe keine Ahnung, was so die Qualität betrifft, aber es ist definitiv ein Titel, den ich mir auf die Wunschliste geschrieben habe, wo ich auch einen Code jetzt mal angefragt habe. Ich hoffe, ich kann das demnächst dann mal im Stream ausprobieren. Falls ihr übrigens, ich versuche momentan wieder mehr Titel, jetzt auch nochmal mehrere Titel aus dem Jahr in den Streams nachzuholen, falls ihr euch das ansehen wollt. Ich bin mehrfach die Woche abends live auf twitch.tv/speckobst und ansonsten, falls ihr Dinge verpassen solltet, ich lade die eben auch immer einzelnen Segmente dann auf meinem Stream-Archive-Kanal so ein paar Tage später hoch. Könnt ihr auch einfach gerne mal vorbeischauen. Also, falls ich da einen Code zu kriegen sollte, dann werde ich mir das auch garantiert einfach mal so für eine Stunde oder so ansehen. A Highland Song, ein Spiel, das in Schottland spielt und da so die doch sehr ländliche Gegend, ne, also diese sehr mit Gebirgen und irgendwelchen Seen durchzogenen Areale. Für mich genau mein Shit, was eben diese Atmosphäre betrifft. Also das ist genau so etwas, wo ich am liebsten sofort hinfahren und irgendwie 3 Jahre am Stück Urlaub machen möchte. Einfach so vollkommen abgekapselt. Solange ich irgendwie Internet und Strom habe, passt das irgendwie schon. Aber in dem Fall spielt man eben ein kleines Mädchen oder Teenagerin oder sonst was. I don't know, es ist für mich immer schwer, irgendwie das Alter von anderen Leuten irgendwie einzuschätzen, aber die von zu Hause flieht, um eben einen anderen Bereich irgendwo zu entdecken. Und das Ganze ist zwar im Hintergrund so mit tieferen Ebenen, also nicht so wirklich so dreidimensional, aber das ist, dass du eben schon die tieferen Ebenen rein erkennst. Du selber spielst aber nur auf einer reinen zweidimensionalen Ebene und das Ganze benutzt dann auch so leichte Klettermechaniken, wie man das auf
aus Breath of the Wild kennt oder zwischendurch auch mal so Segmente scheinbar, wo man in bestimmten Punkten abspringen muss, um dann gewisse Noten zu treffen. Also ich glaube jetzt auch, basierend auf dem, was ich von den Entwicklern zuvor eben gesehen habe, glaube ich jetzt nicht daran, dass es irgendeine spielerische Offenbarung wird. Und ich kann jetzt auch natürlich nicht abschätzen, ob das in der Form jetzt eine großartige Handlung hat, aber es ist definitiv ein Vibe-Game. Es ist definitiv ein Spiel, was ich eben ansehe und direkt schon von einem Screenshot alleine die Lust bekomme, es zu spielen, die Lust bekomme, es zu erleben, selbst am Anfang unwissend, was es überhaupt für eine Art von Spiel ist. Und ich meine, hey, 2D-Side-Scrolling-Plattformer, ja, mach's nochmal so ein bisschen Kletterelemente von irgendwie Breath of the Wild rein, das Ganze mit eben auch hervorragender Musik, bin ich auf jeden Fall dabei. Ich kann jetzt das null einschätzen, was die tatsächliche Qualität eben auch betrifft und könnte auch sein, dass es so nachher ein spielerisches 5 von 10 Spiel ist, aber ich glaube, alleine für diesen Vibe lohnt es sich dann eben auch, diesen Titel einmal so ein bisschen zu erleben. Das eine große, kann man sagen, relativ Switch-Spiel diesen Monat, was eben jetzt nicht von Nintendo selber, sondern eben von Square Enix veröffentlicht wird, ist Dragon Quest Monsters The Dark Prince. Und das ist der neueste Teil eben in der Dragon Quest Monsters Reihe. Ich glaube, der heißt im Japanischen auch tatsächlich einfach nur Dragon Quest Monsters 4. Und ich habe da in der Vergangenheit mal ein oder zwei Teile von gespielt. Ich glaube, auf dem 3DS das Dragon Quest Monsters Jokers oder Dragon Quest Jokers oder so. Das habe ich gespielt und auch eines der früheren Dragon Quest Monsters Titel. Und an sich war es immer so ein bisschen die Antwort von Dragon Quest auf Pokémon oder beziehungsweise einfach, hey, wie wäre es denn, wenn wir ein Pokémon-artiges Spiel als ein Dragon Quest Spin-Off machen? Also hier auch der Charakter, durch die Handlung ist das so erklärt, dass der verflucht wird und dann kann er eben selber nicht andere Leute angreifen. Und um das dann doch machen zu können, schnappt er sich irgendwelche Monster, mit denen du dann eben kämpfst und die auch fusioniert werden können. Yada yada kennt man eben in dieser Form. Ich mochte auf jeden Fall die vorherigen Titel, deswegen würde ich es mir auch sehr gerne ansehen. Der Grund, warum ich es jetzt nicht höher gepackt habe, ist, und normalerweise bin ich da jetzt nicht so jemand, der darauf diesen super hohen Wert legt, dass es irgendwie ein technisch brillantes Spiel ist. Und jetzt irgendwie zu sagen, oh mein Gott, das sieht aber jetzt nicht aus wie ein modernes Switch-Spiel oder so. Aber hier in dem Fall kriege ich wirklich das Gefühl, ich dachte zuerst, hey, ist das ein neues Spiel? Oder ist das jetzt ein Port, ein Remaster von einem 3DS-Spiel, was dann bei uns eben das erste Mal rauskommen würde? Also nein, das ist ein vollkommen neues Spiel und wirkt eben technisch eher, keine Ahnung, ich krieg die früher das Gefühl von so einem Mobile-Game von vor ein paar Jahren auch. Also nicht mal aktuelle Titel können, also sehen da eben deutlich besser aus. Und das gibt mir einfach so ein bisschen das Gefühl, als ob da nicht wirklich das nötige Budget reingeflossen ist. Nicht, dass man das bräuchte, um ein hervorragendes Spiel rauszumachen, aber das, was ich als Gefühl bekomme, ist eben die fehlende Unterstützung von Square Enix. Oder eben so, ja, ist so ein Dragon Quest Pokémon-Ding, das wird sich schon verkaufen, da brauchen wir nicht so viel Geld reinstecken, machen wir einfach so ein bisschen was draus, passt irgendwie schon. Das hat natürlich dann letztendlich nichts mit der Qualität des letztendlichen Spiels zu tun haben. Es ist eben nur dieses Gefühl, was ich bekomme. Und gerade als jemand, der Dragon Quest jetzt nicht nur für die spielerischen Elemente mag oder die Handlung beispielsweise oder die Musik, sondern eben auch gerade für seine Ästhetik, für diesen Vibe, vor allem eben die Charaktere und die Monster und Zeichnungen von Akira Toriyama rüberzubringen. Und das fand ich war zum Beispiel, wenn ich jetzt was Aktuelles gewohnt bin, wie eben Dragon Quest 11, was ja nicht nur auf der PlayStation 4 am Anfang, sondern eben auch auf dem 3DS rausgekommen ist und da eben auch super aussah und jetzt später auf die Switch portiert wurde. Und dann vergleiche ich eben so Dragon Quest 11 auf der Switch mit Dragon Quest Monsters, dann passt das für mich nicht wirklich zusammen. Und selbst wenn ich es mit den alten 3DS-Titeln vergleiche, dann muss ich sagen, dass die wesentlich mehr an ihre Hardware angepasst waren und das Gefühl mir gaben, oh ja, die versuchen eben auch etwas aus dem 3DS rauszuholen, beziehungsweise die reine Ästhetik davon war, fand ich wesentlich ansprechender. Und das gibt mir mehr so diesem Gefühl wie schnell, schnell, schnell irgendwie das Ganze musste raus. Kann sein, dass ich mich da irre, ich würde es mir auf jeden Fall sehr gerne ansehen, muss ich nur mal gucken, ob ich dazu komme. Ein weiteres Spiel, von dem ich tatsächlich gar keine Ahnung hatte, das jetzt schon eine längere Zeit wohl im Early Access war,
und hatte dann seine ersten beiden Akte dort bekommen. Und jetzt diesen Monat erscheint endlich der letzte Akt, der dritte. Und damit kommt das Spiel dann auch aus dem Early Access raus. Und das ist Bloodwest. Und das, was mich sofort dann, nachdem ich das gesehen hatte, was mich so ein bisschen daran gezogen hat, war natürlich die Ästhetik, natürlich diese Low-Poly-Ästhetik, aber auch die Tatsache, dass es ein First-Person-Immersive-Sim in einem Horror-Western-Setting ist. Also alleine diese Aspekte, diese Kombination zusammen, so du hast so Immersive-Sim, finde ich mega geil. Horror-Western, finde ich mega geil. Und dann auch noch ein Low-Poly-Stil, finde ich mega geil. So viel anderes habe ich mir jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht großartig zu dem Spiel angesehen, aber diese Elemente haben dafür gereicht und dann eben auch so ein bisschen das Gameplay mal kurz so einen kleinen Gameplay-Trailer eben angesehen. Und das hatte für mich schon gereicht, dass ich gedacht habe, ja, das muss ich auf jeden Fall spielen, das muss ich mir auf jeden Fall mal ansehen. Wie gesagt, kann auch da nachher eine vollkommene Katastrophe sein, ist von dem, was ich gesehen habe, schwer zu beurteilen, aber wenn ich so nach diesem reinen Interesse gehe, das auch direkt so nach den ersten paar Informationen und eben Sekunden des Trailers in mir erweckt wurde, dann muss ich sagen, ja, das gehört diesen Monat für mich auf jeden Fall weiter nach oben. In dem stärkeren Monat vielleicht dann ein bisschen im hinteren Feld, aber der Dezember ist tatsächlich jetzt mal ein bisschen leerer, muss ich sagen. Nach Bug Fables könnte Born of Bread tatsächlich einer der oder beziehungsweise der nächste große Paper Mario Klon sein. Es gibt wahrscheinlich noch so ein paar andere Dinge, die vielleicht rausgekommen sind, aber das eine, was mir immer einfällt und was ich weiß, was bei Leuten super beliebt ist und was ich auch noch spielen muss, ist Bug Fables. Aber Born of Bread nimmt sich eben wieder diese grundlegende Paper Mario Ästhetik, also dass eben die ganzen Charaktere so zweidimensional aufgebaut sind. Ich glaube jetzt nicht, dass die hier literally irgendwie aus Papier oder irgendeinem Material sein sollen, aber sie sind definitiv zweidimensional aufgebaut, laufen in einer dreidimensionalen Umgebung herum und interagieren mit dieser auch auf eine sehr ähnliche Art und Weise zu einem Paper Mario, vor allem dann eben Paper Mario 2, was ja selbst jetzt ein Remake bekommen wird nächstes Jahr. Und da bin ich dann auch sehr gespannt auf die ganzen Vergleiche. Ich bin sehr gespannt, ob wir dadurch vielleicht nochmal andere Leute kriegen, die sich inspiriert dazu fühlen, Spiele dieser Art zu machen. Aber ja, ich finde den Stil davon fantastisch. Der Rest muss natürlich dann auch nochmal überzeugen, gerade bei dem Kampfsystem, gerade eben auch bei diesen sehr Timing-fokussierten Kampfsystemen. So, das kann gut laufen, das kann Paper Mario 2 sein, es kann aber auch vollkommen in die Hose gehen und so absolut grotesk beschissen sein wie das Yik, das Y2K. Oh mein Gott, das war eine der schlimmsten Spielerfahrungen meines Lebens. Deswegen, ich hoffe, es sieht auf jeden Fall super putzig aus. Es sieht auch relativ gepolished auch aus für so ein kleineres Spiel. Und ich möchte mir das auf jeden Fall ansehen, wenn ich dann natürlich dazu komme, aber es ist auf jeden Fall weit oben auf der Liste diesen Monat. Und jetzt tatsächlich mal, ja, in dieser Monatsvorschau ein Spiel, was man doch vielleicht eher bei der PC-Crowd verordnen würde, wo man so, Björn, was ist denn da los? Du magst doch keine Strategiesachen und Dinge, wo man irgendwie mit der Maus hauptsächlich interagieren muss. Ja, aber die eine Ausnahme neben irgendwie Point-and-Click-Adventuren, sind Aufbausimulationen oder wie man es irgendwie nennen will. Sachen, die halt in so eine Richtung wie Rollercoaster-Tycoon gehen, wie irgendwie Zoo-Tycoon, Theme Hospital oder eben auch SimCity und solche anderen Sachen. The Movies ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele aus der Teenie-Zeit. Wünschte, da würden wir nochmal was bekommen. Und SteamWorld Build scheint auch in eine solche Richtung zu gehen, wo man in so einer Art Mining-Town scheinbar ist und dann nicht nur oben an der Oberfläche das Ganze eben baut und eben ne, miteinander verbindet und schaut, dass man neue Sachen entwickelt, dass eben da auch der Bergbau stärker und besser stattfinden kann, aber man sich dann eben auch tatsächlich in die Minen begibt auf einer anderen Ebene, um dann auch dort eben die, ja, das Ganze, den ganzen Management-Part eben zu übernehmen. Ich finde, der Stil davon ist absolut fantastisch, wenn ich mir das Gameplay dazu ansehe, auch so die ganzen Bewegungen, selbst wenn man jetzt einfach nur ein Gebäude auswählt und platzieren möchte, so diese ganzen Kinesthetics davon sind absolut hervorragend, finde ich mega, ist jetzt auch im Game Pass rausgekommen. Ich habe es auch schon installiert. Ich möchte der Xbox-Version tatsächlich mal eine Chance geben, weil ja, ich bin normalerweise eigentlich immer jemand, der alles an der Konsole spielt, wenn es darauf irgendwie verfügbar ist. Aber die eine große Ausnahme sind eben solche Spiele. Also, dass ich selbst irgendwie das Two Point Hospital und das Two Point Campus, die habe ich eben auch nur auf dem PC gespielt. Die hatte ich mir da eben auch in der Game Pass-Version extra darauf runtergeladen, was ich normalerweise nicht mit Spielen mache, wenn sie irgendwie eine Konsolenversion haben auf der
auf der Xbox. Aber ja, ich habe SteamWorld Build schon auf dem PC runtergeladen. Ich habe es schon auf der Xbox runtergeladen. Ich werde das wahrscheinlich demnächst dann auch mal im Stream antesten. Freue ich mich sehr drauf. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich habe auch schon von Leuten aus meinem eigenen Discord gehört, so, hey ja, hab's kurz angefangen, 4 Stunden später die ganze halbe Nacht irgendwie durchgemacht. Und das passiert auch mir bei solchen Spielen sehr schnell. Ich habe vor 2 Jahren wieder eine Phase gehabt, wo ich, glaube ich, innerhalb von 2 Monaten oder so 150, 200 Stunden in Rollercoaster Tycoon wieder gesteckt habe, nachdem ich das Rollercoaster Tycoon 2 Open, ne, also die Open-Source-Variante davon entdeckt hatte. Immer noch fantastisch. Und ich habe so ein bisschen Angst, da vielleicht wieder in so eine Zeit-Sog-Spirale reinzufallen, aber habe definitiv Bock, hoffe, es ist cool. Ich habe mit den vorigen Steam-World-Sachen überhaupt nichts zu tun. Ich weiß, dass die existieren. Ich weiß, dass die meisten davon sehr beliebt sind auch, aber habe sie persönlich selber, so etwas wie SteamWorld Dick oder so, habe ich halt nie gespielt. So, was könnte denn jetzt noch darüber stehen? Was könnte denn an der Spitze für Björn diesen Monat sein? Was könnte es denn geben, wo er sagt, ja, das will ich jetzt am ehesten spielen? Was wäre denn das ultimative Björn-Spiel, so zum Abschluss des Jahres? In einem Monat, der jetzt nicht so stark besetzt ist, da könnte sich ja mal wieder irgendetwas anderes durchringen an die Spitze. Wie wäre es denn, ne, wir haben das angefangen mit einem Spiel, was nur auf einer bestimmten Hardware läuft, zu der ich keinen Zugang habe, dann wäre es doch besser, wenn es hier erstmal nur auf einem bestimmten Service verfügbar ist, auf den ich dann aber Zugang habe, beziehungsweise mir relativ leicht eben Zugang beschaffen kann. Und das ist nämlich Apple Arcade und da erscheint diesen Monat Sonic Dream Team. Und ja, nachdem dieses Jahr Sonic für mich halt eine relativ große Klatsche kassiert hat mit dem Superstars, habe ich auch eine Review gemacht, könnt ihr euch gerne ansehen. Genauso wie auch Sonic Origins Plus, was auch vorher in diesem Jahr als erweiterte Version rausgekommen ist. Aber Sonic Dream Team sieht wirklich gut aus. Es sieht wirklich cool aus. Ich habe mir auch ein paar von diesen Previews angesehen und durchgelesen. Viel Gameplay-Material gibt es nicht. Ihr seht wahrscheinlich im Hintergrund auch diese gleiche 30-Sekunden-Loop oder so, die man irgendwie findet. Aber es scheint nicht nur die Ästhetik von Sonic, also gerade so jetzt von der späteren Adventure Unleashed Generations Ära so aufzugreifen, sondern auch die Level ein bisschen größer und freizügiger zu gestalten. So etwas, was man ja auch in sehr vielen Fanprojekten gesehen hat, aber Sega abseits ihrer Boost-Formel nicht wirklich umsetzen wollte. So Frontiers war ja dann der Versuch, das Ganze komplett offen zu gestalten, aber das ganze Level-Design wirkte halt sehr deplatziert. Als ob du einfach, irgendjemand hatte das mal beschrieben als diese Tony Hawk Level-Editoren, wo du einfach eine freie Fläche hast und dann kannst du da irgendwelche Rails und Grinds und sonstigen Kram irgendwie reinwerfen und die auch in der Luft schweben lassen. Und genau so fühlte sich eben Frontiers an. Und hier bei Dream Team sieht das Ganze tatsächlich wesentlich organischer aus. Die Musik ist fantastisch von dem, was ich gehört habe. Ich liebe den Stil. Und ja, ich weiß, für viele Leute ist das so ein No-Go, dass es eben bei Apple Arcade rauskommt. Zumindest Spiele, die bei Apple Arcade rauskommen, kriegen auch oftmals noch einen weiteren Release. Nicht immer, nicht alle Spiele sind noch irgendwie auf anderen Konsolen rausgekommen, aber es passiert dennoch relativ häufig, wenn es jetzt nicht so reine an Mobile orientierten Spiele sind, was ihre Steuerung betrifft. Und das glaube ich von dem, was ich jetzt sehe, bei Sonic Dream Team nicht. Und das heißt, da wird es wahrscheinlich irgendwie in einem Jahr oder so einen Konsolenport geben. Aber ich habe nun mal Apple-Geräte. Ich editiere das Ganze hier auf einem iMac. Ich habe eben das iPhone, auf das ich zugreifen kann, oder eben mein MacBook. Ich könnte von der Partnerin noch das iPad ausleihen. Also auf allen kann ich das dementsprechend spielen. Und ich glaube, ich werde mir dafür einfach mal wieder einen Monat Apple Arcade holen. Ich habe das damals tatsächlich genutzt, als es rausgekommen ist. So ganz frisch war, habe ich es tatsächlich für ein paar Monate genutzt. Und es war in meinen Augen auch ein wirklich fantastischer Service, was die Qualität und die Menge der Spiele betraf. Aber über die Jahre sind eben immer nur so hier und da ist mal ein Titel rausgekommen. Dann habe ich das mal irgendwie ausprobiert. Meine größte Kritik daran ist eigentlich nur, dass man die Sachen nicht kaufen kann. Weil das finde ich halt so beschissen. Es gibt so hier und da mal ein Spiel, wo ich wirklich Bock habe, das drauf zu spielen. Und dann denke ich so, na, ich warte jetzt einfach ein Jahr, dann kommt das irgendwo noch woanders raus. Dann kommt das nicht woanders raus. Ich glaube, Sachen wie das World of Demon
von Platinum Games und dem letzten Sakaguchi-Spiel, was ja auch noch hervorragende Musik von Nobuo Uematsu hat. Und das ist ein Mistwalker-Titel. Und das ist auch immer noch Apple Arcade-exklusiv. Und ich würde es einfach gerne besitzen. Ich würde es einfach gerne kaufen. Vor allem bei so einem RPG will ich nicht irgendwie jetzt einen Monat bezahlen und dann passiert das, was immer passiert, wenn ich ein RPG anfange. Ich brauche 6 Jahre dafür, um es irgendwie durchzuspielen, weil ich nur alle paar Wochen dazu komme, irgendwie mal ein bisschen weiterzumachen. Und das möchte ich dann sehr, sehr ungerne bei so einem Abo-Service eben machen. Aber für so ein Sonic-Ding, ich glaube, das kann ich dann einfach mal einen Monat schnell holen, das ganze Ding durchballern und dann hoffentlich vielleicht auch ein Video dazu machen. Muss ich mal schauen, aber ich bin zuversichtlich. Es kann auch hier sein, dass es nachher wieder die größte Grütze ist und ich sage, nein, das ist seit Sonic Boom das schlechteste Sonic, was ich jemals gespielt habe, 3 von 10 oder so. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe zumindest mal ein gutes Gefühl und ich habe Hoffnung. Ich weiß, es ist der böse Sonic-Zyklus, aber das hatte ich jetzt bei Frontier auch nicht. Ich hatte bei Frontier keine guten Gefühle und es wurde eigentlich nur bestätigt nachher. Und hier habe ich gute Gefühle und ich hoffe, das wird ebenfalls so bestätigt. Aber ja, lasst mir gerne eure Kommentare da. Was sind die Spiele, die ihr diesen Monat haben wollt, für die ihr euch eben diesen Monat interessiert? Schreibt es mir gerne rein. Interessiert mich auf jeden Fall, das jedes Mal zu sehen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag bzw. einen wunderbaren letzten Monat im Jahr 2023. Go girl, get your bread, I don't know. Macht einfach einen Scheiß, worauf ihr Bock habt. Lasst euch nicht von euren Arbeitgebern ausnutzen. Habt Spaß an den Spielen. Bis dann. Bye bye.